so krass halten. Wobei ich mich ja nicht beschweren darf. Ich als Balltastenspieler bin hier auch gerade ein kleiner Exot. Jetzt geht's hier aber los mit der zweiten Map, der Cobble, und es geht eben gleich die Pistole los. Wie gesagt, die Knives wurden hier abgeschafft. Die Seiten wurden davor schon festbestimmt. Jetzt flache ich mit einer kleinen Joker-Posi. Kenzo sollte aber hier erstmal ablenken. Wenn er nicht ablenkt, wird er vielleicht abgeaimt. Jetzt mal gucken, ob sie flachig abaimen werden. Wiederholen. Wieder abgeaimt. Kann trotzdem einen noch holen. Sogar fast einen zweiten. Hält jetzt aber. Und somit noch ein 4-on-3. Und Andu passt sehr gut auf. Aimt die Smoke ab. Und der Go. Dürft hier eigentlich ganz gut laufen. Letzter noch Crush. Noch der wird gecrushed von Andu. Und somit die First Round für QB Fire. Und endlich mal eine erste Runde geholt. Und ein ganz guter Start für die Jungs. Also vielleicht lag ich ja doch falsch. Und wir sehen hier gleich eine kleine Überfahrt von QB Fire. Und es lag vielleicht doch nur an der Map. Ja, Falltastenspieler. Ich habe damals mit 12 angefangen zu spielen. Und dann fand ich es einfacher, wenn da irgendwie die Pfeile da waren auf den Tasten, dass ich auch weiß, wo ich hingehen muss, weil WASD, ich meine, ich bin ja kein Raketenwissenschaftler. Wie soll ich da verstehen, wo vorne, wo hinten ist? Und seitdem auch nicht geändert. Also nie den Wechsel gewagt auf die WASD-Tasten. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Drop hier eingenommen von QB Fire. Haben wir ein bisschen Angst, hier vorzugehen. Wollen die jetzt erstmal pushen lassen. Und Kenzo will hier ein bisschen baiten für sein Mate. Also will hier ein bisschen durch die Wand bangen. Wird hier fast auch einen Headshot geben können. Aber Smike jetzt unten kann den ersten holen. Jetzt muss er hier unten aufpassen. Ja, und Smike, nee, Kenzo holt nächstes Mal. Smike jetzt unten mit dem Duell muss hier nachladen. Ja, und die CZ, die braucht eben 5 Jahre. Jetzt aber Crush an lang vielleicht. Boah, sehr schöner Shot von ihm gegen jetzt Mai. Und auf einmal sieht die Runde wieder schlecht aus für QB Fire und Crush. Wird hier auf dem falschen Fuß erwischt. Somit noch Turn Free. Aber die CD sind schon noch rotiert. Ja, wir haben hier zwei auf dem kleinen. Jetzt noch Kensor. Was kann er holen? Der Deagle. Vielleicht die nächste Stelle. Da ist aber Flachig und Kensor. Im Doppel mit Flachig. Macht den letzten. Ja, und die Anti-Echo wird mal so schnell verloren. Und da habe ich eben gerade noch QB Fire gelobt. Und dann dachte, hier wird es nochmal ein geiles Match geben. Und dann gibt es hier gleich solche Stellen und so eine Klatsche. Und jetzt wurde hier erstmal QB Fire auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und wir sehen jetzt eben die Force mit Deagles, mit Tech-9s und einer Weste Helm. Aber jetzt QB Fire kann hier Seitengang erstmal einen erwischen. Jetzt ist er, Dev muss hier aufpassen. Er wird sowieso von der Mitte als auch vom Seitengang gepusht. Hat dann jetzt schön Molly werfen können, zu lang. Kann Fokus zur Mitte haben. Muss jetzt aber langsam aufpassen. Was noch an der Mitte. Ja, die Kids sind jetzt. Ball bleiben, sehr schön Move. Und Ball, na, sehr schön gespielt. Kann er beide Spieler vom Aals holen. Doch letzter Flach. Ich hol den ersten, hol den zweiten. Flach, ich vielleicht mit dem dritten. Holt einen dritten, aber jetzt auch der letzte ist auch bekannt und flach. Ich mach den Kill und er holt 4K. Und QB Fire macht, was QB Fire macht. Sie verschenken die Runden, die unverschenkbar sind. QB Fire einfach in Geberlaune. Ja, was soll man da noch sagen? Die sind einfach zu freundlich. Die wollen einfach zu viel hergeben. Und ich glaube, die gefühlt 20. Runde, die sie verschenkt haben. Aber was für ein Geschenk es auch war. Ich meine, schöner hätten die gar nicht einzeln reinlaufen können. Eigentlich so ein schöner Move auch von Olpner gewesen. Jetzt sehen wir gerade, dass vielleicht wieder die Forstbar hier klappen könnte. Ah, ist mir jetzt eingenommen am Balkon. Steht aber noch Smike. Jetzt können wir Smike den ersten holen. Es kommen keine Treadles von den Ts. Und die Ts gehen wieder zurück und machen nochmal langsam. Also wollen Richtung B aufbauen. Aber ich denke mal, dass Pro 100 hier gleich merken dürfte, dass es wahrscheinlich A nichts mehr wird. Kensor schiebt so langsam. Flachig. Dürfte ich selbst auch an hier gehört haben. Vielleicht Flachig will, kann er holen.
kann ja zwei holen, aber quick mit der Diegel. Noch Turn 3, aber Kenzo auch schon da. Muss da aufpassen, aber Kenzo macht es hier ganz gut. Holt den Kill, geht zum Stein, Bombe liegt. Und die Runde dürfte ja safe sein. Und somit Crew 100 mit der nächsten Runde. Und QB Fire könnte jetzt, dürfte jetzt kaufen. Fragezeichen. Ja, also, können ja schön kaufen. Haben jetzt auch einige Grants am Start. Jetzt mal schauen, ob sie umstellen. Bisher haben sie die Force Spice eher auf dem A gespielt. Meistens Seitengang gerusht. Haben ja auch immer den Frag bekommen auf dem A. Aber dann eben schlecht zusammengespielt, schlecht koordiniert den weiteren Verlauf einer Runde ausgespielt. Was auch eben so der Grund ist, würde ich sagen, wieso sie jetzt viele Runden noch verschenken. Dass da so ein bisschen am Zusammenspiel fehlt. Smike wird ja abgesmoked, aber smoked ja gleich gegen ab. Mal schauen, ob QB Fire sich traut, durch die Smoke zu pushen. Jetzt mit einem kleinen Mitte-Boost. Jetzt mal schauen, ob sie die Posi abnehmen werden. Also ich finde mittlerweile, sobald man auf einem gewissen Niveau spielt, sollte eigentlich die Posi abgeamt werden in der Mitte. Mit dem Boost. Weil die einfach so oft gespielt wurde. Und auch immer noch so oft gespielt wird. Ist auch eine gute Posi. Aber wie gesagt, eigentlich sollte man da hinten aimen. Jetzt Crush hier reingeflasht. Kann ersten holen. Sehr schöner Spray. Dann kann er sogar beide holen. Kommt sogar nochmal weg mit 50 HP. Will noch einen dritten jetzt aber haben. Und sucht Duell. Aber quick mit dem Trade Kill. Aber jetzt haben wir noch Smike und Dev sind beide da. Smike kann noch einen holen. Und sie dürfen eigentlich nicht mit Dev hier rechnen. Und der dürfte hier gleich einen Fanat Rocker, nee, jetzt mal hier wegnaschen. Und Bombe so mit down. Jetzt setzt der Fanat Rocker und da schon Kenzo geschoben. Wunderbar ausgespielt. Hatten eben einen kleinen A-Stack, der wunderbar aufging. Ist natürlich ein bisschen gewagt, zu dritt A zu decken. Aber ich würde vermuten, dass sie auf dem B-Spot schon lang eingenommen haben, reingezielt haben. Und dann eben gut vermuten konnten, dass es eher Richtung A gehen wird. Dann haben wir gesehen, dass Crush Mitte geflasht bekommt. Crush zieht rum in die Mitte, kann zwei Kills setzen. Will dann vielleicht ein bisschen zu viel, was aber nicht schlimm ist, da noch zwei Mates auf Mar hat. Crush stirbt. Dann haben wir Smike geboostet. Der macht einen Kill und stirbt. Und dann werden halt die T's natürlich jetzt eher erwarten, dass kein Dritter noch auf dem A schon unter Holz steht, sondern würden dann eher den anderen CT am Tor oder am Balkon vermuten. Also sind eben wunderbar in die Falle getappt. Von Pro 100. Und jetzt dürfte hier wieder eine Force Buy sein. Also Tech 9. Und die Weste Helm. Dafür eben nur ein paar Flashes. Und hier geht's gleich Richtung Dropper. Und der Molly mitgenommen. Aber Crush kann nur ein paar Hits setzen. Muss hier ein bisschen kurz aufpassen, dass er nicht überfahren wird. Ja, Dropper erstmal eingenommen. Jetzt machen sie wieder langsam und hoffen, dass vielleicht Pro 100 sich hier einzeln wegfischen lässt. Ich glaube, das QB Fire hat den A-Split vor. Wir sehen schon, die Bombe wird jetzt in Richtung A mitgenommen. Oder doch nicht? Aber ich glaube, es wird eher ein A-Split. Zwei gehen jetzt über die Mitte und gleich dürfte hier Fenster rausgehen. Und da steht noch Crush. Und Crush, wunderbares Timing, kann den ersten holen. Kommt nur noch Backup und Smike mit dem Spray in der Mitte. Jetzt fällt er gegen Andu, aber Andu letzter Mann mit der Bombe. Kann zwar noch Death holen, aber auf dem Spot ist noch Smike mit 2 HP. Und Smike, dieser kleine Fuchs, schaut ihn euch an. Sehr schön ausgespielt von Smike. Natürlich riskant, hätte auch jetzt ganz defensiv gehen können. Aber wir haben eben gesehen, dass der T nicht mit so einem offensiven Move gerechnet hat, vor allem da vielleicht bekannt war, dass Smike sehr low ist, wird er eher vermuten, dass der CT auf dem A-Spot defensiv gehen wird, sich irgendwo verkämmt und versucht die 2 HP defensiv aufzuspielen, aber ja, Smike packt die Eier aus und pusht einfach über einen Mini-Döner hinter den T, der dann eben gar keinen Fokus zu ihm hat. Somit 5:1, die nächste Byron für QB Fire. Und jetzt gibt es hier mal einen kleinen Langtake von Pro 100. Da steht Flachig.
Und dürfte ja gleich Besuch bekommen. Oh, Molly Hits dürfte jetzt gehört worden sein. Oder die Flash. Van Nardrock aber schon close. Jetzt mal schauen, was er holen kann. Molly Blind verhält mit dem ersten. Kenzo muss hier defensiv gehen. Crush auch noch am Spot. Kenzo jetzt mit dem Trade Kill. Aber jetzt Crush vom Spot aus kann nun Headshot setzen, aber nicht die Kill. Dieser Kenzo räumt hier auf. Aber Andu ist zur Stelle und somit nur noch ein 3-on-2. Und ein 2-Mann-Retake. Smike mit der AWP und der fällt ja auch jetzt letzter Smike. Kann ersten holen, hört den zweiten, kann zweiten aber nicht holen. Den macht Van Nardrocker und somit die zweite Runde für QBFire. Und jetzt schauen wir mal, wie das Geld aussieht. Wir sehen auch schon, dass bei Pro 100 die Kohlen nicht allzu gut aussehen. Dürfen hier vielleicht nochmal kaufen. Ich würde sogar sagen, sie sollten kaufen. Da Def so oder so kein Geld hat in der nächsten Runde. Also wird auch gekauft, wird auch ein paar Waffen gelegt. Und das Equipment reicht halbwegs auch aus. Def zwar kein Equip, aber der kann einfach defensiv das Dropper-Fenster vielleicht spielen. Mit der 5-7. Jetzt schauen wir mal. Quick hier sehr schnell die Mitte eingenommen. Noch die Flash. Jetzt müssen die Ziele schieben. Also jetzt schiebt auch schon Crush Richtung A. Und Def kann sich selbst ansagen. Wird aber abgeaimt. Jetzt Timing wäre wichtig. Und wir haben sogar noch zwei im Seitengang. Smite mit der AWP. QBFire gibt jetzt wieder die Mittekontrolle auf. Und wollen doch Richtung B gehen. Und da haben wir eben schon lang zwei Zielspieler sehr offensiv. Lach, ich muss jetzt Richtung Drop schieben. Und jetzt mal schauen. Wird es hier einen A-Split geben? Wir haben noch einen Lurker auf dem A stehen, wenn wir aufs Radar schauen. Das ist Quick. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht überfahren würde. Jetzt Quick. Ja, aber Crush mit der 5-7. Ich glaube, der Zickzack Flach im nächsten Andu mit dem Refrag gegen Flachig. Und jetzt kommt vielleicht der Dropper Go. Was kann Andu noch holen? Kenzo fällt hier gegen Van Nardrocker. Nur noch ein 3-on-3. Und Andu hat eine ganz gute Posi, darf jetzt aber nicht pieken. Andu ist jetzt sehr wichtig mit der Posi, darf er erstmal nicht fallen. Nun müssen die Tiss ja durchkommen. Ja, und Smike mit dem ersten zwar weggemollied, aber kann ja vorpushen. Und Smike mit dem nächsten. Und Andu da. Ja, und Smike sehr schön gespielt. Die Kills sitzen. Ja, der ist heiß. Aber auch sehr schlecht von Andu. Er schmeißt den Molly und geht dann instant weg, während seine Mates einfach wie Lemming hier auf den Spot laufen, ohne Smoke, ohne Flash und in die AWP reinlaufen. Und Andu ist dann eben nicht da, um die Kills zu traden. Hätte eigentlich die Molly schmeißen sollen, ganz kurz warten sollen, was die Mates machen, ob die Mates durchkommen. Und sobald die AWP schießt, kann er eben rauspushen und hätte zu Millionen Prozent den Kill gegen Smike gemacht. Aber so kann dann Smike einfach schön zum Stein vorlaufen und nach vorne abaimen. Also bisher ist hier wohl meine Befürchtung wahr geworden. Und QBFire hat einfach, ja, ist einfach skillmäßig unterlegen. Kann man nicht anders sagen. Ist einfach nochmal so im Allgemeinen, ja, ein Niveau ein bisschen schlechter vom Individualskill. Und das merkt man einfach auch. Crush hier mit der Pumpe schießt sie vom Server, also mit 7-2. Und ich sehe hier nicht wirklich einen Weg für QBFire, wie sie hier noch was holen möchten. Also bisher hatten sie eigentlich ziemlich viel Erfolg auf dem A-Spot, würde ich sagen. Haben in der Regel meistens den ersten Kill auf dem A-Spot gesetzt und sie eben nur danach schlecht ausgespielt. Trotzdem würde ich eher versuchen, auf dem A den Frag zu holen. Und dann mit dem Frag aufbauend was zu versuchen. Vielleicht jetzt mal mit ein paar guten Hits. Hätte meiner Meinung nach eigentlich auch sterben sollen, der CT. Jetzt haben wir zwei Leute, die am A einen Seitengang einnehmen. Die laufen jetzt mitten hier. Kleinen Stack rein. Aber jetzt machen sie den Kill. Werden aber vielleicht nicht mit Smike rechnen. Aber dürfen eigentlich den Zoom gehört haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier abgeaimt wird. So, wer kann jetzt Smike holen? Kenzo kann eben, ja, Smike kann schon mal erst noch mit dir holen. Jetzt muss Quick hier noch aufpassen, weil der ist auch bekannt. Kommt die Flash. Kommt aber nochmal weg. Und vielleicht könnte jetzt Smike gleich überrushen.
Also jetzt Quick mit einer ganz guten Posi. Hat hier auch Fokus und holt die AWP. Kann ansagen, dass alles sauber ist. Also die Bombe muss aufgehoben werden. Kennst du jetzt auch noch low. Und jetzt wird's wichtig, dass Quick hier ein Arsenal erstmal hält. Und hat eigentlich eine ganz ordentliche Posi. Klar, ein bisschen gewagt, aber kann erstmal früh ansagen. Dafür war Crush. Hat hier vielleicht die Lücke gefunden? Nee, Bombe ist durch. Und die dürfte eigentlich jetzt gelegt werden. Letzte Afterplant. Aber Crush, so ein gutes Pre-Aim. Sehr schön mitgedacht. Und Quick hat einfach gar keine Chance. Da war er nicht quick genug. Somit jetzt noch ein 3-on-2. Und ich sehe hier schon die Headshots fliegen. Jetzt aber Ando mit dem ersten. Kenzo auch noch sehr low HP. Aber noch die Kids. Jetzt mal schauen, was kann man hier Crush holen. Der ist heiß. Aber jetzt Ando. Crush mit dem ersten. Crush im 1-on-1. Die Zeit wird knapp. Muss eigentlich durchziehen. Muss aber versuchen. Zieh! Die Bombe noch finden. Aber hat hier wenig Chancen. Ja. Also, überraschenderweise holt hier dann doch Dubifier die Runde. Was ich nie gedacht hätte, nie in meinem Leben, dass sie meine Runde, also dass sie den 2 und 3 in der Unterzahl holen. Das ist schon fast ein Wunder. Hast du einen schönen Lango? Smike wollte mit AWP kurz reinpieken. Aber hat jetzt mal eine Stelle bekommen. Und jetzt mal schauen. Pro handelt auch mit wenig Geld, aber flach ich mir einen ganz guten Posi. Jetzt kommt der Molly muss weg. Kenzo noch close, aber Kenzo mit dem ersten Kenzo. Kann aber nur einen holen. Flach im nächsten. Flach, ich zieh dir durch. Haben wir auch ein paar Hits. Jetzt Crush. Kann noch einen holen. Wird noch 2-on-2. Jetzt Fanat Rocker. Hat hier Flachi am Spot gesehen. Jetzt haben wir eine kleine Part-Situation. Bombe kann erstmal nicht gelegt werden. Sie müssen auf den Kill gehen. Am besten die Kill traden. Und It's My muss die Smog einfach abaimen. Muss aufpassen, dass der CD hier nicht wie ein kleiner Schlawiner durchpusht. Eigentlich wäre es jetzt ideal, wenn die T sich boosten würden. Aber ich glaube, sie wollen hier auf den Frag gehen. Und jetzt mal schauen. Also It's My. Guter Lauf, wir holen den ersten. Jetzt gegen Death und holt den zweiten aber nicht. Jetzt noch Death mit PHP. Aber da wird die Glock ausgepackt und Father Drucker macht auch den Kill. Und wir sehen hier die vierte Runde für Cubifier. Und vielleicht gibt es hier doch nochmal ein kleines Comeback. Warten wir mal ab. Bro handelt jetzt auch erstmal mit einer Echo wenig Geld. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sich vielleicht nicht Cubifier jetzt ein bisschen warm geschossen hat. Aber 7 CD-Runden sind schon gar nicht so schlecht. Kann eigentlich Pro 100 hier schon fast zufrieden sein. Wenn sie jetzt noch 2 Runden holen, so 9-6, dann ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Weil ich glaube, dass auch Cubifier sehr große Probleme bekommen wird auf der CD-Seite, wenn dann Pro 100 zum einen anfängt, schnell zu spielen, aber auch wenn Pro 100 auf die Trade Kills geht, vielleicht A langsam aufbaut, sehe ich da wenig Chance für Cubifier. Jetzt haben wir einen langsamen Langtake. Ist ein bisschen gewagt, weil sie eben nicht wissen, ob es ein Stack ist, aber müssen jetzt mal versuchen. Jetzt kommt auch der Go. Zum Glück haben die CDs eben nur USPs. Also dürfte nicht allzu gefährlich werden. Flach, ich kann zwar noch einen holen. Kann auch einen zweiten holen und der will hier aber nicht sterben. Jetzt aber Ando, noch Kenzo, letzter Mann. Nicht letzter Mann, Crush, letzter Mann. Der kommt von hinten. Aber der müsste ja schon ordentlich reinballern, um die Kills zu holen. Aber Fanat Rocker sehr schön aufgepasst. Macht den Kill. Und somit die fünfte Runde für Cubifier. Und jetzt schauen wir mal, ob Pro 100 hier umstellen wird. Hatten eben bisher ein bisschen offensiver gespielt. Und wenn jetzt vielleicht anfangen, ja, ein Stück weit defensiver zu spielen, könnt ihr euch vorstellen. Haben bisher eher versucht, den
Ja, den Fight zu forcieren, die Duelle zu suchen, auch gerade am B lang, meistens gleich vorgepusht. Was jetzt ein paar Mal nicht geklappt hat. Daher mal abwarten, ob sie jetzt eben umstellen, ein bisschen defensiver stehen. Ich glaube, hatten sie jetzt eine AWP gekauft? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt erstmal eine taktische Pause bei Quantum Bellator Fire. War gerade leicht verwirrt, weil ich fand, dass das Logo ganz leicht wie ein P aussah. Und wollte nichts Falsches sagen. Also haben eben keine AWP, weiter nur M4s. Und wir sehen, die spielen zu dritt B aber nur. Und spielen weiterhin gleich. Also erstes ballert hier gleich lang. Kann aber jetzt ansagen, dass B erstmal gar nichts ist. Jetzt kommt hier die Rotation. Also Def wird hier gleich fest auf A stehen wahrscheinlich. Können wir jetzt schneller Mitte go. Und die sind jetzt schon Mitte oben. Jetzt mal gucken. Crush aber auch schon da. Crush kann mit der Flash rauspushen. Def im ersten Kill jetzt Crush. Läuft hier komplett durch. Und Smike und Crush räumen hier auf. Smike immer noch am Leben von hinten. Let's jetzt Baldner. Und der fragt sich, wo kommen die ganzen CDs auf einmal her? Also Rush aufgehalten. Und Smike holt noch den letzten mit 15 AP. Sehr schön von ihm gemacht. Ich bin nicht sicher, ob Smike vom Seitengang über Danger gekommen ist. Oder so, oder ob er eben sogar über T-Spawn gelaufen ist und B-Lang ausgeschlossen hat. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass QB Fire jetzt gesagt hat, wir stellen mal einfach selber um. Nehmen also ein bisschen Tempo auf. Machen nicht mehr diesen langsamen B-Aufbau. Wir machen jetzt A's Vollgas durch. Ja, aber hat leider eben nicht geklappt. Wobei sie auch eben schlecht die Sachen abgedeckt haben, weil ich vermute, dass Mike eher über den Seitengang kam und dass da keiner Danger abdeckt. Also eigentlich muss der letzte, wenn sie Mitte zu fünft hochfahren, nach hinten abdecken und dann passiert sowas auch nicht. Über einen Lango, jetzt Kensor, aber kann er einholen? Kann nur einholen und Fanat mit dem Triple Kill. Daran muss er noch It's Me auch noch dran glauben. Der kennt ja keiner Barm. Aber jetzt noch ein Turn Free. Banner Trucker, noch 15 AP. Jetzt mal gucken, Smike, der Schlawiner, kann den ersten holen. Hat den zweiten Close. Aber den macht bald, ne? Jetzt noch Death gegen zwei, beide bekannt. Jetzt noch Steppen. Aber Banner Trucker setzt den Headshot. Somit die sechste Runde für QB Fire. Ja, und wir haben noch ein kleines Comeback. Also sah zu Beginn sehr schlecht aus. Stand im Endeffekt, glaube ich, 7-1, 7-2. Ja, und jetzt so langsam holen sie hier auf. Die Frage wird sein, sind einfach 6 oder 7 Runden genug auf der T-Seite? Ich glaube zwar nicht, aber wir warten mal ab, wie QB Fire gleich auf der CD-Seite stehen wird. Jetzt geht es wieder Richtung lang, ziemlich schnell. Also spielen hier noch was gleiche, was geklappt hat. Wollen diesmal eben nicht umstellen. Ja. Sehr schöne Flashes von Q, von Pro 100. Hier kann den Rush lang aufhalten. Ah, aber jetzt kommen die Frags, fallen sie am A und what the fuck? Ja. Da sind wir wieder. Und da geht's weiter. Noch zwei Leute im Leben von 400. Jetzt sind wir auf dem Spot drauf. Wir haben Kenzo und Crush mit den Pistols. Jetzt war noch Crush. Auf, er macht den Frack. Und da gab's eine ganz kurze Verschnaufpause. Weil die Runde, die war zu viel für euch. Ich wollte euer Herz ein bisschen schonen. Euch nochmal ganz kurz runterkommen lassen. Einfach ein kleiner Service von mir. Ich habe schon gesehen, dass der Puls von manchen zu hoch geht. Und bevor hier der nächste ins Krankenhaus eingewiesen wird, muss ich mal kurz hier die Spannung runterfahren. Ja, da gibt es eine kleine Kopfmassage.
Headshot geben. Headshot. Also nach der Massage hier erwarte ich einige sicke Shots von dem Spieler von Pro 100. Man kann schon mal festhalten, dass QBFar sich deutlich hört auch nicht auf, sich deutlich besser geschlagen hat bisher auf Cobble, als sie es insgesamt auf Nuke gemacht haben. Also noch ist Hoffnung da. Wir haben schon mal gezeigt, dass sie 100 auch Paroli bieten können. Jetzt warten wir mal ab, wie es auf der CD-Seite aussieht. Hier gibt es gleich ein B-Split überdroppen über lang. Und Dropshot jetzt muss bald mal aufpassen. Andu wird sogar schön weggesmokt. Pusht aber fast noch bald mal mit der USP, holt den ersten. Andu will ein bisschen nachhelfen, aber jetzt fallen die Headshots. Mike im nächsten. Larich und Crush räumen hier auf mit nur noch Baldner und Quick. Und Quick fängt den Headshot, aber Bald im nächsten. Und vielleicht will er es jetzt nochmal holen für sein Team. Also Baldner und Quick im Doppel. Baldner 4 AP noch. Hier ist komplettes Chaos an einem Drop, an einem Spot. Und Baldner fällt sogar noch letzter. Quick holt den nächsten. Bombe aber bei Mike in der Hand. Und der könnte hier erstmal legen. So, Quick mitten Diffuse, mit einer Smoke. MP sehr schön ab, aber kann Headshot nicht setzen. Jetzt dürfte Smike gleich den Kill bekommen und Smike. Ja. Also kann da vernaschen. Ja, erstmal schön gespielt von Quick eigentlich, dass er eben stehen bleibt im Drop und ganz kurz links die Titanic, die Posi abaimt. Als eben der T ihn umlaufen will. Perfekten Read gehabt. Konnte dann aber leider nicht den Kill setzen. Also eben ganz gut, wenn ich eh viel Zeit habe. Bombe wurde frisch gelegt. Ich habe einen Diffuse, ich habe einen Smoke. Da muss ich nicht komplett durchheizen als CT, sondern ich kann ja erstmal abwarten, mich hinducken und eine Kante abnehmen und abwarten eben, ob der T nervös wird und vielleicht versucht nach vorne weg zu pushen. Jetzt haben die Crush ein bisschen abgestellt, der hier etwas Stress machen soll am B, Präsenz zeigen soll und jetzt kommt hier gleich der Argo. Jetzt Quick kann nur einen holen, bevor er fällt. Jetzt kommt die Rotation und schon am Tor, glaube ich, close. Jetzt war sogar schon da. Ball mit dem ersten Deagle. Oh, und Ball noch einen zweiten. Holt er noch einen dritten. Jetzt kommt noch ein Lurker von jetzt. Vielleicht Crush. Kann ersten holen. Crush. Aber Andu mit der Deagle gegen Crush. Letzte noch Death gegen 3. Und der hat zwar die Bombe. Hat noch ein bisschen Zeit. Aber hat eben 3 Gegner vor sich. Zwar nur Pistols und eine UMP. Aber wenn QBFar das zusammen ausspielt, jetzt nicht einzeln reinfaced, dann machen sie, ja, und der folgt den ersten, so noch 1-on-2. Vielleicht der mit dem nächsten, aber der Headshot sitzt. Und it's me. Ja, aimt das ja schon ab, macht den Doppel-Headshot und kann die Force bei zugunsten von QBFar entscheiden. Trotzdem gefährlich, dass sie eben nochmal einzeln facen, wenn er hier jetzt Stein rauspusht. Direkt den Headshot fängt gegen den T, hat der nur noch ein 1-on-1 und die Runde wäre eine klassische QBFar-Runde gewesen, was heißt, man hat ein 1-on-3 und schafft es dann doch noch, das 1-on-3 aus der Hand zu geben. Also Pro 100 jetzt mit der nächsten Echo und es könnte vielleicht das 9-zu-9 werden und der Ausgleich von QBFar. Also vielleicht war ich dann doch etwas zu voreilig mit meiner Vermutung, wie das hier gleich ausgehen wird. Aber warten wir mal ab. Wir müssen Doppel auf dem A, einer zielt Mitte von den Säulen aus und von der Rocket
Rammt da ein bisschen auf dem Spot rum. Und jetzt steht da, ja, am Trucks und ein B-Fake, glaube ich, der Fake funktioniert eigentlich ganz gut. Auf dem A sind noch zwei Spieler und ganz schlecht stehen jetzt Fahrrad. Rocker fällt auch gegen Smike. Jetzt noch Crush als Lurker. Boah, sehr schön gemacht von Crush. Aber Balbner ist wieder zur Stelle. Jetzt Balbner vielleicht gegen Crush. Kann einen Kill setzen. Mal Crush mit der AK und er macht den Kill nicht. Er macht ihn 50 HP. Und jetzt ist letzter It's Me. Und der wählt zwar einen ganz guten Laufweg, aber es dürfte bekannt sein, dass er über die Mitte kommt. Da eben Crush den Rest ausgeschlossen hat. Jetzt aimen sie auch die Mitte, glaube ich, ganz gut ab. Also kann es jetzt It's Me hier klatschen. Könnt ihr links und rein vermuten, aber Crush aimt gut vor und macht den Kill. Ja, seine Runde als Lurker holt den ersten Schieber mit dem schönen Warner mit der Diegel. Und dann aber auch ein bisschen verhindert von Baldner. Der hat auch ruhig mit den 25 Schüssen auch mal den Kill setzen können. Ja, wir haben gesehen, dass QB5 hatten zwei auf dem A stehen, hatten eigentlich eine ganz gute Deckung auf dem A. Aber dann kam ein kleiner B-Fake Richtung Lang, Richtung Drop. Und das hat dann eben QB5 dazu veranlasst, dass die A-Spieler eher Richtung Tor schieben. Und Pro-Hundred mit dem perfekten Timing pushen eben genau Seitengang raus, als die CDs gerade Richtung Connector schieben. Und haben eben die ganz schlechte Pose gehabt, nochmal Dev zu gehen. Ja, wir hatten die Force bei QB5, die haben hier ein bisschen, glaube ich, Seitengang gestackt. Und Pro-Hundred ist jetzt aber eben komplett über die Mitte geschoben. Und Smike passt eben ganz gut auf den Seitengang schon. Weil eben klar war, Seitengang war offen bisher. Die kann also noch Seitengang Mitte stehen. Und da gibt es die P90. P90 AK Backstein auf Maus 1 legen und loslaufen. Oh, habe ich jetzt nie gesagt? Dann tut's mir leid. Da liegt das vielleicht an meiner Nintendo-Vergangenheit. Ja, Füße hoch, die Witze kommen halt flach. Ja, QB5 mit der nächsten Echo, 5 mal B-Stack. Aber ich glaube, der dürfte nicht klappen. Wir sehen schon auf dem Radar links oben. Unten T, unten Berserker ist hier komplett durchgejoggt und er kommt jetzt wieder auch hinten. Jetzt bin ich mal gespannt, wird eigentlich gehört werden. Und es ist P90. Smike mit der P90 räumt auch noch von hinten mal ganz kurz auf. Ja, was Pro-Hundred fand ich ganz schön gemacht hat, was eben QB5 nicht gemacht hat, als die Gegner eine Anti-Echo hatten, ist eben QB5 einfach ohne Infos auf gut Glück auf Kontakt eben B vorgegangen. Sind zwar in Stack reingelaufen, aber sie hatten Glück, dass es nur ein Piss, also nur ein USP-Stack war und kein Force-By-Stack. Was jetzt eben Pro-Hundred ein bisschen anders gemacht hat, was ich ganz gut finde, ist eben, wir müssen erstmal die Info sammeln, ob die CDs irgendwo stacken. Also schicken sie P90 auf dem A vor. Falls er auf dem A stirbt, dann wissen sie, okay, es ist wahrscheinlich eben kein B-Stack, wir können B anspielen. Und in meinem schlimmsten Fall werden die Gegner dann eine P90 haben, mit der sie jetzt erstmal nicht so viel anfangen können, weil die P90 den kompletten Weg von Mitte unten bis zum B laufen muss. Und in der Zeit können dann die Mädchen auf dem B-Spot den Go starten. Und so eben joggt er mit der P90 durch auf dem A, merkt, hier ist keiner, kann ansagen, Leute, ist ein Stack, chillt einfach mal, aimt mal ab, ich komme von hinten. Ja, und können dann wunderbar den Stack auf dem B aushebeln. Es gibt, glaube ich, einen kleinen Lango. Und da steht, it's my
Aber sie decken den B relativ defensiv. Na gut, immerhin einer am Spot abgestellt. Aber eben kann am Ching jetzt vielleicht jetzt mal mit dem ersten Fallenfield gegen Erkensor. Jetzt auch Andu. Aber Crush ist zur Stelle und der ballert hier jeden weg. Somit noch 3-on-2. Und die Smoke liegt noch. Können eigentlich noch die Smoke schnell nutzen, um durchzucrossen. Aber jetzt warten sie wohl doch nochmal. Jetzt mal schauen. Warten hier auf Dev, der hier durchpushen darf. Der ist schon gespielt von beiden Spielern. Jetzt ist der Fanatrucker. Kann noch einen ersten holen. Aber hat eben keine Fuse-Kit. Und Crush, der lebt noch. Und der ist heiß. Aber jetzt Fanatrucker mit dem ersten Headshot und Crush. Wohl gesehen. Ja, und Fanatrucker aimt hier sauber ab und macht die Kills. Und da wurde... Und da wurde Crush gecrushed. Die Eis. Ja, ein bisschen viel gedaddelt von Pro 100. Ja, ich würde vermuten, dass sie das Spiel nicht mehr ganz so ernst nehmen. Weil es jetzt eben zum Schluss natürlich arg dumm gespielt war von beiden Ts. Beides Aim-Duell gesucht, beide eben das Aim-Duell einzeln gesucht, beide verloren. Und so die Runde ganz im QB-Fire-Style verschenkt. Ja, ich hatte schon geahnt, dass ich nicht das erste Genie war, der bei dem Namen auf die Idee kam. Na komm, beim dritten Mal klappt's mit dem Nickname. Ganz ruhig. Jetzt wird es hier gleich ein Mittigo geben. Und da steht Balpner und da steht Anti-Flash. Also mal schauen, ob sie die Posi wegmollen werden. Dann machen die einen kleinen Boost über die Smoke. Und jetzt vielleicht Balpner mit dem Timing jetzt durchpushen würde. Macht aber nicht, bleibt hier unten stehen. Jetzt mal gucken, Balpner holt den ersten. Muss er aufpassen, darf sie gegen Flachig nicht sterben. Versucht den Fight und er gewinnt ihn. Jetzt muss er aufpassen, selbst gleich noch It's My auf dem Spot oben. Wichtiger Fight, gegen Kensor gewonnen. Somit Tour und Tour noch, aber Crush. Ja, und Crush. Der kleine Lurker. Kann die Runde schon fast wieder entscheiden. Also kann ja erstmal B komplett einnehmen. Rotation. Abfangen. Jetzt wird hier jetzt mal schwer haben. Muss man den Headshot gleich setzen und er setzt ihn auch. Aber Dev zieht hier gleich rum und kann den Trade Kill setzen. Somit 13-9. Und Pro 100 kann nochmal die Runde holen, auch wenn sie sehr knapp war. Ja, es gibt nochmal eine Pause. Ich vermute jetzt eher eine taktische vielleicht, aber sehen wir ja gleich. Ja, taktische Pause von QB Fire wieder. Ja, das Problem ist einfach jetzt zum Beispiel, dass sie taktisch, noch eine taktische Pause, diesmal von Pro wohl, gleich im Anschluss, dass sie im Endeffekt dann, ich würde sagen, individuell die falsche Entscheidung treffen. Also gerade eben der Spieler, der vom B rotiert ist, mittlerweile dürfte eigentlich gemerkt haben, dass Crush in der Regel immer im Dropper den Lurker spielt. Also ich glaube, es waren jetzt schon 3-4 Runden, die er aus dem Dropper die Frags ziehen konnte als Lurker. Und sowas muss einfach einem auffallen. Also sobald man da einmal, zweimal vielleicht erwischt wird, muss man einfach immer im Kopf haben, dass sobald Crush lebt und man rotieren will zum A, immer ein bisschen Fokus hat zum Dropper, zum Window, zum Connector, dass er eben da schon dastehen kann. Da darf man nicht den gleichen Fehler 3 oder sogar 4 Mal machen. Ja, QB Fire hat sich jetzt entschieden, nochmal zu forcen. Also wollen hier nicht nochmal Echo machen, weil sie vielleicht dann zu wenig Polster hätten von den Runden her. Jetzt gibt es hier gleich einen Drop-Go. Mal gucken. Balpner flasht hier gegen, aber push nicht rein. War die Flash ein bisschen sinnlos. Da vielleicht noch die Flash aufheben können.
wenn sie wirklich nötig ist. Jetzt sogar ein Lango. Und da ist noch It's My. Wird hier weggemollied. Jetzt wird hier Pro 100 einen kompletten Go über Drop und über Lang. Also der Split kommt über Drop und über Lang. Aus Spot Undo. Quick noch am Stein. Undo down. Quick aber kann noch einen holen. Dafür jetzt It's My down. Und die Runde sieht wieder sehr schlecht aus für QB Fire. Beide Spieler jetzt auch über den Dropper. Und da steht am Stein schon Kensor. Ja, und Smike mit AWP zielt rein. Jetzt will es Kensor wissen. Ja, ganz billiger, klassischer B-Split über Drop und über Lang. Im Endeffekt ist jetzt nicht allzu viel, was QB Fire machen kann, außer einfach umzuschießen. Und wir haben eben wieder gesehen, ist eben der Vorteil auf der T-Seite, wenn ich als T auf Trade Kills spiele, das heißt, ich gehe halt zu dritt einfach Drop raus und kann die Kills traden, mein Mate stirbt, ich kann sie gleich den Gegner töten, der mein Mate gekillt hat, und dann habe ich drei Leute am B geholt, habe vielleicht noch zwei Spieler verloren und habe erstmal einen B-Spot eingenommen. Und die CDs werden es halt schwer haben, dann den Retake durchzuziehen. Ich habe eine kleine Flash, aber Crush kann, glaube ich, blind holen. Jetzt kennt er mit dem nächsten. Und es sieht ja nach der 15. Runde aus. War halt nur noch auf dem Stein oben. Kann aber keinen holen erstmal. Wir haben keinen so ahnen schon, aber jetzt bald noch die Smoke durch. Aber nur von Free und Death auch mit einer ganz guten Posi noch. Jetzt aber Quick mit der Pistol. Also müssen wir nochmal hier aufdrehen. Als letzter nur noch Fanat Rocker und den wird Death haben und den macht er auch. Also mit 15 zu 9 und vielleicht lag ich hier doch gar nicht so falsch mit meinem Tipp von vorhin. Ich hatte ja gesagt, dass meine Vermutung wäre, dass es ein 16, 10, 16, 11 wird für Pro 100. Und dass sie eben als das QB Fire als CT die ähnlichen Probleme haben wird, die sie schon auf Nuke hatten. Da einfach Pro 100 viel zusammenspielt, viel zusammen rumzieht und einfach aimtechnisch ja, so ein Stück weit überlegen sind, nicht viel. Aber das kleine bisschen merkt man dann eben schon in manchen Duellen. Und als CT muss ich einfach dann mehr Leute holen als immer nur ein. Jetzt wieder den B-Split von vorhin, also wahrscheinlich gleich wieder Drop und Lango. Jetzt wir gleich sehen, wie wahrscheinlich zwei oder drei Drop gehen werden. Sieht nach drei Leuten Drop aus, also Drop eingenommen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Flash rüber. Die Flash ist perfekt und Balden ist hier blind. Steht ja mitten auf dem Feld unmittelbar. It's My kann noch einholen. Aber viel zu wenig. Zwar ist noch Quick da, kann die Bombe holen. Aber Death dürfte den Kill hier gleich haben. Macht auch jetzt letzter noch Fire Truck, holt den ersten, holt den zweiten nach 1-on-1. Aber nur noch 10 HP und die Runde kann ich fast gar nicht holen. Ja. Und der Kill sitzt und somit 16 zu 9, glaube ich, war es für Pro 100. Und die gewinnen hier sehr souverän 2 zu 0. Und auch sehr verdient gegen QB Fire. Ja, kann man nicht anders sagen. War einfach das bessere Team.